In den Computer? Ja, wir haben ein neues Passwort gekriegt, und damit ich das nicht vergisse, habe ich es auf den Zettel geschrieben und jetzt finde ich den Zettel nicht mehr. Ja, eigentlich sollte man sich sowas ja auch merken und nicht aufschreiben. Herr Hansen, das weiß ich selber auch. Aber wie logge ich mich jetzt in den Computer ein? Rufen Sie doch beim Dings, beim Support an, die machen das schon. Das habe ich schon gemacht, der ist leider krank und die Vertretung kommt erst morgen. Dann bleibt Ihnen wohl nur der gute alte Kugelschreiber aus. Wie komme ich damit an meine Daten? Der Hofer ist nur nicht da. Nein, seine Enten sind ausgebüxt und der kommt erst später. Kippo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja. Wo? Ja, ist recht, wir kommen. Es gab der Leich. Jetzt schon. Ja. Spedition Bach. Ja, gut, dann geben Sie nur Bescheid. Ich mache mich auf den Weg. Der Hofer soll auch kommen. Die Enten kann er von mir aus gleich mitbringen. Sagen Sie das nicht zu laut, am Ende macht er das noch. Dann bring ich den Grill mit. Elvira, was glaubt ihr eigentlich, hä? Führt das Schaf für meine Schwester in der Wegschicht rumgondelt und ich darf hinterherlaufen. Aber jetzt ist Schluss damit, gell? Ja, streng dir. Ja, so stark. Ich sag einmal, kein Wunder, dass sie da miteinander tanzen. Seid ihr stark? Herr Marie, ich bin's. So, sag mal, wo hast du die Reste vom Maschendrahtzaun hin? In Schuppen, echt? Also super. Mei, bis auf das, dass ich hier alles alleine machen darf, weil du in Hamburg wegen der Musikakademie rumschafteln musst. So weit ganz gut. Ja. So, warte mal. Hier wird ein Anruf rein, im Beschluss mal. Ja, pfiatti. Marie, vierti. Ja, Pussi, Schwester, servus. Frau Stockel, was gibt's? Und wo? Ja, das kenne ich. Bin gleich da. Ja, servus. Ihr bleibt brav, gell? Sonst kommt seit Abend auf den Grill. So läuft's aus.
Ja, das Bull wollte immer so einen Brummel fahren. Nein, dafür darfst du jetzt Polizeiauto fahren, mit Blaulicht. Ja, ist aber nicht ganz dasselbe. Ja, also, was haben wir heute? Heute haben wir einen toten Speditionsbesitzer. Alois Bach, 57 Jahre alt, ist heute in der Früh gefunden worden, da in seiner Werkstatt. Mhm. Von wem? Ja, da schon, vom Herrn Meierling. Aha. Der Herr Meierling, das ist der Mechaniker da. Und der glaubt, dass der Täter noch da war, wie er gekommen ist. Da hat er ihn gesehen? Nein, aber gehört. Und wie er ihn gefunden hat, den Bach, da war er weg. Okay. Hat der Herr Bach Familie? Ja, es gibt eine Frau Bach, die ist oben im Büro, und einen Sohn Bach, der ist gerade auf Tour. Mhm. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Kehr. Guten Morgen. Herr Hansen. Moin, moin. Und haben Sie Ihre Enten wieder eingesperrt? Aber freilich. Mit Einsperren habe ich schließlich Erfahrung. Soll ich da runterkommen? Nicht nötig, ich kann sowieso noch nicht so viel sagen. Nur, dass er erschlagen wurde und wahrscheinlich nicht sofort tot gewesen ist. Wie kommen Sie darauf? Sehen Sie den Blutfleck da hinten? Ja. Wahrscheinlich ist er dort zusammengebrochen, hat sich hier rüber geschleppt und ist seinen Verletzungen erlegen. Hm. Irgendwelche Hinweise auf die Tatwaffe? Dazu muss ich ihn erst noch genauer untersuchen. Wie meinen Fall, Doktor? Dazu müsste sie ihn noch weiter untersuchen. Was hat er eigentlich da unten gemacht? Ja, der LKW ist da gestanden, da wird er was repariert haben oder überprüft. Heute Morgen? Ja. Also das stimmt so nicht. Der Leichenstarre nach zu urteilen, ist er mindestens seit 12 Stunden tot. Das heißt, der Mord war gestern Abend gegen 20.30 Uhr. Danke, Frau Doktor. Herr Wien hat der Herr Meierling heute Morgen hier gehört? Michi. Der war ja nicht dabei. Dann sprechen Sie doch mit dem Meierling und ich frage Frau Bach, wer gestern Abend noch hier war. Frau Bach? Ja. Guten Tag. Hansen, mein Name, Kripo Rosenheim. Ich ermittle im Fall Ihres Mannes. Wäre es wohl möglich, dass ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Ja, natürlich. Gestern Abend gegen 20.30 Uhr waren Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter da noch hier? Wir machen eigentlich immer um 19 Uhr Schluss. Aber Ihr Mann war doch noch hier. Er hat öfters länger gearbeitet und auch hier übernachtet. Deswegen habe ich mir nichts gedacht, als er nicht nach Hause gekommen ist. Das heißt, Sie sind direkt von hier aus zu Ihrer Wohnung gefahren? Nicht direkt, nein. Ich war noch einkaufen. Aha. Und wo? In der Stadt. Hm. Sagen Sie mal, wie viele Personen arbeiten eigentlich noch hier, außer dem Herrn Meierling? Das wechselt, je nach Auftragslage. Und da das Geschäft im Moment nicht so gut geht, haben wir zurzeit 4 Fahrer, meinen Sohn, mitgezählt. Ja, da bräuchte ich eine Adressenliste. Gerne. Servus. Grüß Gott, Martin, Hauptkommissar Hofer, Kripo Rosenheim. Grüß Gott. Mein Kollege Mohr hat mir gesagt, dass Sie, als Sie die Leiche gefunden haben, heute Morgen jemand gehört haben in der Werkstatt. Ja, genau. Bloß gesehen habe ich niemanden. Und kann das sein, dass es jemand von der Firma war? Ja, sicher. Bloß normalerweise ist um die Zeit noch niemand da. Ich bin heute auch bloß hergekommen, weil wir nächste Woche ein TÜV im Haus haben. Sie kümmern sich also um den Fuhrpark? Ja, genau. Wobei ich auch schon Büro gemacht habe. Wenn alle sind die Christli in Urlaub waren. Wissen Sie, ob sozusagen die Firma da mit aufbaut? Also wenn ich das richtig verstehe, dann haben sich Herr und Frau Bach um das Büro gekümmert. Ja, genau.
Er hat das Finanzielle gemacht und sie hat die Disposition gemacht. Warum war er dann unterm Laster? Ja, mei, der Wagen hat eine lange Tour hinter sich. Kann schon sein, dass er einen Check gemacht hat. Warum haben Sie den nicht gemacht? Ich habe gestern mal einen freien Tag gehabt. Und was haben Sie gestern Abend gemacht? Mit ein paar Spätzle beim Schafkopfer. Und spielen Sie gern. Ja. Auerlaster muss der Mensch ja haben, oder? Ja, Herr Meiling, wir werden es alles nachprüfen. Ja, mei. Gut, dann wär's es fürs Erste. Danke, Wiederschön. Wiederschön. Und sagen Sie, diese Fahrer hier sind momentan alle unterwegs. Zwei von ihnen sind im Ausland. Und Herr Teschke ist gestern aus Tschechien zurückgekommen. Und Ihr Sohn? Markus ist heute Nacht los nach Hamburg. Wissen Sie auch wann? Er sollte eigentlich heute Nachmittag zurück sein. Ich habe schon versucht, ihn zu erreichen. Hat Ihr Mann eigentlich mal erwähnt, dass er Ärger mit irgendjemand gehabt hat? Mit einem Mitarbeiter vielleicht oder einem Kunden? Mit dem Teschke konnte er nicht so, den hätte er am liebsten rausgeworfen. Teschke. Jochen Teschke. Der Teschke, der ist nicht sauber, hat er immer gesagt. Was hat er damit gemeint? Ich glaube, das wusste er selber nicht so genau. Aber irgendwie hat er ihm nicht vertraut. Wie es aussieht, war der Bach gestern nach 19 Uhr alleine hier. Mhm. Waren die Fahrer alle unterwegs? Alle außer einem Jochen Teschke. Mit dem hat der Bach wohl Ärger gehabt. Angeblich wollte er ihn sogar rauswerfen. Na, dann schauen wir uns den Teschke doch gleich mal an. Ja. Herr Mohr, der Junior, ne, der ist erst ab heute Nachmittag wieder da. Aber Sie könnten ja vielleicht mal versuchen, die anderen Fahrer zu erreichen. Die wissen vielleicht, was nützlich ist. Hier. Da ist recht. Er mich und eine Telefonliste vom Bach wäre auch noch hilfreich. Alles klar. Herr Mohr, viel Glück. Jawohl. So, wie war jetzt das gleich nochmal? Okay. Das gibt's doch nicht. Ja. Grüß Gott, Frau Stocker. Grüß Gott. Der Herr Doppler von der Staatsanwaltschaft hat gerade angerufen. Die haben nur ein paar Fragen. Im Fall Karasek sind sie so gut und drucken sie mir da die Protokolle aus. Die Protokolle? Ja, die sind doch in Ihrem Computer, oder? Ja, das ist momentan noch ganz schlecht. Gut, es passiert nicht sonderlich, aber bis heute Nachmittag brauche ich es. Ja, aber... Kein Aber, Frau Stockel, bis später. Naja, auch das noch. Jochen Teschke. Wenn es an der Klingel steht. Und hier steht Hansen, Kripo Rosenheim, mein Kollege Hofer. Grüß Gott. Ja, was wollen Sie? Das werden Sie gleich sehen. Wollen wir es vielleicht drin besprechen? Ja, wenn es sein muss. Danke. Umgebracht. Im Bach. Gibt's doch gar nicht. Anscheinend doch. Ja, was wollen Sie jetzt von mir? Wir haben gehört, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und Herrn Bach nicht besonders gut war. Angeblich hat er mit dem Gedanken gespielt, Sie zu kündigen. Hat er aber nicht. Welchen Grund gab's da dafür? Wofür? Dafür, dass er mehr kündigen wollte oder dafür, dass er es nicht getan hat? Herr Teschke, wir können das Gespräch auch gerne auf dem Revier weiterführen. Okay. Ich habe ein-, zweimal die Ware zu spät abgeliefert. Da hat er sich halt aufgeregt. Aber ich habe ihm gesagt, dass das nicht nochmal vorkommt. Das war alles. Ja. Sie sind gestern Nachmittag von einer Tour zurückgekommen, richtig? Tschechien. Was haben Sie dann da am Abend gemacht, gegen 20.30 Uhr? Das kann ich Ihnen genau sagen. Geschlafen. Da war ich nämlich schon seit 18 Stunden unterwegs. Und wie lange haben Sie dann geschlafen? Bis ungefähr vor 3 Minuten. Da haben Sie mich herausgeklingelt. Das tut uns natürlich leid.
Aber eine hübsche Ausstattung haben Sie hier. Der Fernseher gefällt mir. Scharfes Bild ist wichtig. Ja. Ist aber auch teuer, ne? Da scheint Sie der Herr Bach ja gut bezahlt zu haben. Nicht wirklich. Ich habe das alles im Internet ersteigert. Ach, sieh mal an, im Internet. Und zwar günstig. Mhm. Ach, Herr Hofer! Grüß Gott, Frau Stockel. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wie dies? Dürfen wir einen Computer benutzen? Warum? Ich müsste was für einen 80er ausdrucken. Warum machen Sie das nicht von Ihrem eigenen aus? Ja, weil das Passwort, also der Zettel, wo das Passwort drauf ist, der ist weggekommen. So. Sie wissen aber schon, dass Sie damit die innere Sicherheit gefährden. Ja, ich kann mir doch auch nicht vorstellen, wie das passiert ist. Also ein Passwort merkt man sich, also schreibt man nicht auf einen Zettel. Ich weiß. Darf ich? Bitte. Ausnahmsweise. Und Ihr Passwort? Aber sagen Sie es nicht weiter. Ich hole mir einen Kaffee, holen Sie auch einen? Ja. Diese Nummer mit den ersteigerten Sachen, die nehme ich im Täschke nicht ab. Und wenn? Das Zeug war doch neu. Dann hat er immer noch eine Menge bezahlt. Naja, der lebt ja nicht gerade üppig. Vielleicht steckt er alles in seine Geräte. Ja, oder er lügt. Ah, Möglichkeit. So, das wäre die Telefonliste von Bach. Wer möchte? Ja, geben Sie sie mir. Wo ist die Stockel? Die arbeitet heute auswärts. Ah ja. Wo ist die Stockel? Wieso? Frag lieber nicht. Hast du die Fahrer vom Bach erreicht? Freilich habe ich die erreicht, aber das war nicht ganz einfach, weil der eine war gerade in der Türkei und der andere war sogar in Spanien. Ja. Und was haben die über den Bach erzählt? Die haben erzählt, solange alles so klasse ist, wie er wollte, war er eigentlich sehr umgänglich. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Das klingt ein bisschen herrisch. Interessant war nämlich auch, was er über den Junior erzählt hat. Der und der Alte sind nämlich öfter gescheit zusammentuscht. Warum? Und das ist das Problem. Das haben sie nicht gewusst. Aber das kannst du eigentlich gleich selber fragen, er war gleich da. Super. Dann können wir die Zeit ja nutzen und der Wein nämlich nicht so viel Dr. Kern schauen. Ja, ich muss noch was erledigen. Was denn? Wir sind ja noch mal kurz weg, Frau Stockel. Herr Hofer, ich glaube es nicht. Sie haben ja gar keinen Zugriff auf den BF-Ordner. Das kann schon sein. Ja, aber da sind doch die Dateien drauf, die ich brauche. Das weißt du ich nicht. Ja, mich brauchen Sie nicht anzugucken. Ich habe da auch keinen Zugriff. Ja, toll. Wo kriege ich jetzt die Daten her? Was ist denn mit der Frau Ortmann? Die müsste da doch rankommen. Ja, super. Was glauben Sie, was ich mal anhören darf, wenn die rauskriegt, dass ich mein Passwort verschlammt habe? Sag uns einfach, dass ich das verschlammt habe. Also, wir sind bei der Frau Dr. Kern. Ausgerechnet die Ortmann. Grüß Gott, Frau Doktor. Ich wollte Sie gerade anrufen. Tut mir leid, dass wir Ihnen zuvor gekommen sind. Was haben Sie denn für uns? Naja, ich muss mich da an einem Punkt korrigieren. Sie erinnern sich an den Blutfleck in der Grube? Sie sagten, der sei entstanden, weil er sich noch vorwärts geschleppt hat. Das ist nicht korrekt. Also Herr Bach starb an den Folgen der Schädelfraktur, aber er muss sofort tot gewesen sein. Das heißt, er konnte sich unmöglich in der Grube bewegen. Das heißt, der Täter hat ihn umgelagert? So sieht's aus, ja. Haben Sie... Bitte. Ja, bitte, bitte. Wer möchte denn? Bitte. Danke. Haben Sie denn inzwischen eine Ahnung, womit er erschlagen wurde, Frau Doktor? Genau, das würde ich auch fragen. Und? Also, ich denke, wir können von einem massiven Gegenstand ausgehen. Die Tatwaffe muss länglich gewesen sein und an einer Seite etwas breiter. Wie ein Schraubenschlüssel? Ja, genau. Aber ich möchte mich nicht darauf festlegen. Okay. Danke, Frau Doktor. Ja.
Das würde mich das zu sehr interessieren, warum der Täter die Leiche umgelagert hat. Vielleicht wollte er sie nach dem Mord wegschaffen. Und warum macht er es nicht? Weil er von jemandem gestört wurde. Aber von wem? Gestern Abend war im Angriff mit niemandem mehr da. Aber heute Morgen? Der Unbekannte, den der Meierling gehört hat. Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Der Bach wird gestern Abend ermordet und er ist heute früh mit jemandem wegschaffen. Warum macht er das nicht gleich? Tja, um das zu beantworten, müssten wir wissen, wer der große Unbekannte ist. Allerdings. Frau Stockel, was gibt's? Der Hofer, ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen. Was wollten Sie mir sagen? Sehr witzig. Also was? Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass der Herr Bach da drüben wartet. Ja, super Timing. Ja, und ich gehe dann mal in die Höhle der Löwin. Wohin? Zur Frau Ortmann. Sie wissen schon. Augen zu und durch, ne? Grüß Gott, Herr Bach. Hauptkommissar Hofer. Mein Beileid. Das ist mein Kollege Hansen. Tag, mein Beileid. Dankeschön. Setzen Sie sich doch. Bitte. Ja, das sind traurige Nachrichten, die Sie da unterwegs erhalten mussten. Wissen Sie schon irgendwas? Nur so viel, dass Ihr Vater gestern Abend gegen 20.30 Uhr ermordet wurde. Da war er ja schon tot. Wie in der Werkstatt waren, den LKW abgehört, meine. Wann genau war das? Mitternacht, Madame. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Eine Person oder ein Auto, das da nicht hingehört? Na. Was haben Sie gemacht, bevor Sie zur Spedition gefahren sind? Da war ich daheim. Kann das jemand bezeugen? Na. Glauben Sie, dass ich was damit zum Dorn habe? Im Augenblick glauben wir noch gar nichts. Aber wir haben gehört, dass die Stimmung zwischen Ihnen und Ihrem Vater nicht besonders gut gewesen sein soll. Das ist richtig. Weswegen? Ja, ich habe herausgefunden, dass er geliebt hat. Wie, Sie wollen jetzt bei mir was ausdrucken? Es ist nicht für mich, es ist für den Herrn 80er. Und wieso machen Sie das nicht bei sich? Freut man, es ist eine saudumme Geschichte. Wir haben doch neue Passwörter bekommen. Sie haben es vergessen. Nein, habe ich nicht. Ich habe den Zettel, wo ich das Passwort aufgeschrieben habe, verlegt. Ja, aber Frau Stockel, so ein Passwort merkt man sich ja auch. Ja, das weiß ich doch. Wenn sowas in falsche Hände gerät. Frau Ortmann, der Zettel kann nicht weit kommen sein. Damit hätte jemand Einblick in alle Kriminalakten, in das gesamte polizeiliche Informationssystem. Frau Ortmann, ich schwör's, das passiert mir kein zweites Mal. Es tut mir leid. Na schön. Was hätten Sie denn gebraucht? Den BF-Ordner, Akte Karasek. Das ist... Oh, das ist ja einiges. Ja. Wissen Sie was? Ich muss hier noch was fertig machen. Ich druck's Ihnen dann aus und bring's Ihnen nachher vorbei. Wirklich? Vielen Dank, Frau Hartmann. Kein Problem. Ach, und Frau Stockel, sehen Sie zu, dass Sie diesen Zettel mit dem Passwort wiederfinden. Zufall, dass Sie das rausgefunden haben mit ihm und der Frau. Sie haben sie also zusammen gesehen? Die haben miteinander telefoniert und der Vater hat nicht gespannt, dass ich auch da bin. Und wie haben Sie reagiert? Darauf auch geredet. Und er hat gemeint, es geht mir nichts an. Ich hab gemeint, das sehe ich aber anders und dann haben wir nicht mehr miteinander geredet. Haben Sie die Frau mal kennengelernt? Weiß Ihre Mutter von dieser Affäre? Nein, die weiß gar nichts. Und ich war denen recht dankbar, wenn es so bleibt. Ist eh schon alles, ich frag nur für Sie. Tut mir leid, aber das können wir nicht versprechen. Aber ich denke, das wäre fürs Erste, Herr Bach. Wenn Ihnen noch was einfällt, dann melden Sie sich bitte, ja? Dann Dankeschön, Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Störe ich? Ich störe noch nie.
Wie war's bei der Frau Ortmann? Sie wissen ja, wie es ist, aber sie druckt mir alles aus. Na prima, Frau Stockel, dann müssen Sie an meinen Computer nicht mehr ran. So einfach ist es nicht, Herr Hofer. Ich müsste nämlich diesen Bericht hier fertig machen. Was Sie wünschen wieder? Geht auch ganz schnell. Und? Was halten Sie von dem Junior? Ja, ich glaube, wegen einer Affäre bringt er seinen Vater nicht um. Das ist schon eher was für die Mutter. Setzt allerdings voraus, dass sie Bescheid weiß. Logisch. Und dann bleibt noch die Geliebte von Bach. Ich meine, wenn es da einen eifersüchtigen Ehemann gibt, dann hätte der ein Motiv. Jetzt müssten wir nur noch wissen, wer die Gute ist. Stimmt. Moment mal. Hat der Junior nicht gesagt, dass er ein Telefonat von seinem Vater mitbekommen hat? Gesundheit. Schauen Sie mal hier. Montag 0.34 Uhr, Dienstag 23.08 Uhr, Mittwoch 2 Uhr morgens. Also nach Geschäftsgesprächen sieht das nicht unbedingt aus. Nein, eher nach spätabendlichen Hasi-Dienst. Wem gehört der Anschluss? Dem Gasthof Jung. Die Inhaberin ist eine Caroline Jung. Na, vielleicht ist das ja die Geliebte. Ja, vielleicht. Sehr gut. Schöner Ausblick. Tja, mein, ganz normal für Bayern, da die sagen. Ja, ja, das müssen Sie ja jetzt sagen. Mein Beileid, Frau Jung. Frau Jung, es ist so, wir müssten Ihnen einige Fragen stellen. Wäre das möglich? Der Tod von Herrn Bach scheint Ihnen sehr nahe zu gehen. Waren Sie enger mit ihm befreundet? Ja. Ja, das stimmt. Wir haben sogar eine gemeinsame Zukunft geplant. Das Hotel haben Sie alleine geführt? Ja. Seitdem mein Mann vor 2 Jahren gestorben ist, kümmere ich mich allein um den Betrieb. Sagen Sie, können Sie sich vorstellen, wer Herrn Bach ermordet haben könnte? Das war sicher seine Frau. Wie kommen Sie da drauf? Gestern Abend hat sie mir hier eine riesige Szene hingelegt, mit allem, was dazugehört, vor den Gästen und den Angestellten. Tränen, Geschrei, Beschimpfungen. Ich war kurz davor, ihre Kollegen zu holen. Aha, wann war das? 21 Uhr. Und danach? Wir hatten eine Veranstaltung hier. Ich war den ganzen Abend hier bis morgens um 2 Uhr. Sie können gern mein Personal dazu befragen. Ja, gut. Danke, Frau Jung, das wär's dann fürs Erste. Sollte Ihnen doch noch etwas einfallen, rufen Sie uns doch bitte an. Danke. Wiederschauen. Wiedersehen. Mei, ich weiß doch ganz genau, dass ich das irgendwo hingelegt habe. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja. So, Frau Stockel, sind Sie jetzt fertig, meine Frau Stockel? Ja, also... Sie drucken quasi noch. So, und wo? Guten Tag, Herr 80er. Frau Ortmann. Frau Stockel, hier Ihre Unterlagen. Danke, Frau Ortmann. Bitte, Herr 80er. Ja, wieso? Computerprobleme. Aber da brauchen Sie sich weiter keine Gedanken drüber machen, denn letztendlich ist es ja egal, welcher Drucker die Unterlagen druckt. Da kommt es wohl recht. Also, vielen Dank. Sie hätten uns das sagen müssen, dass Sie vom Verhältnis Ihres Mannes gewusst haben. Damit haben Sie ein Motiv? Ich hätte wahrlich allen Grund gehabt, aber ich war es nicht. Und wo waren Sie tatsächlich zur Tatzeit? Doch vermutlich nicht einkaufen, so wie Sie mir erzählt haben. Nein, war ich nicht. Sondern? Zuerst wollte ich wirklich einkaufen. Aber dann hat sie mich nicht mehr losgelassen und ich bin zu ihr gefahren. Ich wollte einfach sagen, dass sie mir meinen Mann wegnimmt. Und dann? Dann wollte ich nach Hause.
Aber ich hatte keine Lust, ihm zu begegnen. Bin in meiner Verzweiflung ins Times Square gefahren. Da habe ich was getrunken. Ich wollte nicht alleine sein. Darf ich das... Bitte. Wie lange sind Sie im Times Square geblieben? Bis der Wirt zugemacht hat? Das wird so gegen eins gewesen sein. Sagen Sie, Frau Bach, haben Sie irgendwann Ihrem Sohn vom Verhältnis Ihres Mannes erzählt? Nein. Ich wollte nicht, dass er schlecht über seinen Vater denkt. Damit er nicht schlecht über seinen Vater denkt, naja. Ja, die meint immer noch, ihren Sohn schützen zu müssen, obwohl der schon lange kein Kind mehr ist. Wissen Sie was, jetzt fahren wir schön ins Times Square, überprüfen Ihr Alibi und ich gebe Ihnen einen aus. Schöne Idee, danke für die Einladung, aber ich muss leider nach Hause zu meinen Enten. Sie haben ja Probleme, die hätte ich auch mal gerne. Da vorne laufen die Enten, da würden Sie sich schön bedanken. Ja, und ich darf die Arbeit jetzt alleine machen. Beschwert Sie sich beim 80er. Der schickt meine Schwester im Auftrag der Musikakademie durch die Weltgeschichte. Ja, ich weiß, dass sie jetzt in Hamburg ist. Na also, schönen Abend. Ebenfalls und Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Du schon wieder. Das hat gleich ein. So, setzen wollen. Danke. Ja, die ist mir aufgefallen. Die ist bis zum Schluss da hinten im Eck gesessen und hat traurig aus dem Fenster geschaut. Die wollte nicht warm. Weißt du, nicht alles auffällt? Tja. Tja. Und weißt du zufällig auch, ob sie vor 20.30 Uhr oder danach gekommen ist? Das kann ich dir sogar genau sagen, Gott. Das war... um kurz nach acht. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich sie gebeten habe, dass sie sich von einem von den reservierten Tischen wegsetzt. Und der war bestellt für Viertel nach acht. Viertel nach acht. Tja, so geht sie dahin. Wer? Die Lösung unseres Falles. Sie kann es nicht gewesen sein. Also da bin ich ehrlich gesagt schon froh. Wie meinen? Ihr weiß mir leid, du hätt, wenn sie es gewesen war. Herrschaftszeiten, kommen wir das Zeug wegkommen, bevor man ins Graf wieder rumkommt. Vielleicht hat jemand die Leiche auf Zeiten geschleift, weil er etwas anderes ranwählt hat. Vielleicht hat er was gesagt. Ja, du musst da jetzt auch nicht weitersuchen, ne? Der wird da schon ein bisschen einfach. Ach, Herr Hofer, und haben Sie Renten wieder eingefangen? Ich? Was denn jetzt noch? Ja, natürlich komme ich vorbei. Ja gut, bis gleich. Tja. Ja, wie jetzt? Soll ich das jetzt selber drin, oder? Zum Wohl. Polizisten. So. Und, wer war ich? Klasse. Der geborene Tracker halt. Gell, irgendwie liegt mir das im Blut. Absolut, du musst es mit der Mutter nicht aufgesagt haben. So, guten Morgen. Da ist die Leiche wohl gelegt. Sehr praktisch. Oder so. Also wenn mir Theorie stimmt, dann muss der Täter irgendwas gesucht haben, was die Spur hier nicht gefunden hat, weil der LKW draußen gestanden ist. Hallo? Da sind wir.
Hier sind wir. Mein Gott, was machen Sie denn hier unten? Ich habe mir gedacht, dass der Täter vielleicht die Leiche verschoben hat, weil er was gesucht hat. Meinen Sie nicht, dass die Spusi da schon längst was gefunden hätte? Guten Abend, Herr Mohr. Hallo. Naja, die Spusi hat unter der Leiche gesucht. Wir suchen aber über der Leiche am LKW. Respekt, Corvinian. Das ist recht krass. Na, wer sagt's denn? Zigaretten. Gratuliere, Kollege. Danke. Michi, lass gut sein. Da muss die Spusi nur mehr ran. Mindestens 50, 60 Stangen Zigaretten. Das sind 2000 Euro. Ja. Wenn er einmal die Woche fährt, dann kommt ganz schön was zusammen. Steuerfrei, wohlgemerkt. Allerdings, so wie Michi, das ist doch ein Teschkes-LKW, oder? Ja, bei dem ist er gerade aus der Tür heimgekommen. Na, dann schaust gleich mal, dass du ihn abholst. Also, vielleicht sollte ich vorher noch ein bisschen. Das wäre ratsam, ja. Das ist besser. Ja. Absolut. Michi! Was machst denn du da? Schlafen. Sagt der Hofer und der Hansen auch schon da? Wir sind im Vernehmungsraum, mein Dienst, Teschke. Jetzt bin ich aber platt. Magst du einen Kaffee? Ja, bitte. Die ganze Nacht bin ich immer dumm gefahren und habe einen gesucht, den Teschke. Ja, und wo hast du ihn gefunden? Daheim. Wir? Um 4:30 ist er heimgekommen. Also, dass manche Leute die Nacht zum Tag machen. Halt doch, hilft's doch. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie die Zigaretten da reingekommen sind. Der Herr ist auf, Sie Ahnungsloser. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf die Zigarettenstangen sichergestellt. Der Bach ist Ihnen auf die Schliche gekommen und bevor er zur Polizei gehen konnte, haben Sie ihn umgebracht. Nein, so war es nicht. Sondern, wie war es dann? Ich weiß nicht, wie es war. Aber ich habe mit der Sache nichts zu tun. Und mit den Zigaretten haben Sie auch nichts zu tun. Ich will jetzt meinen Anwalt sprechen. Der nutzt Ihnen jetzt auch nichts. Der Einzige, der Sie noch retten konnte, sind Sie selber. Und wenn Sie es wirklich nicht gewesen sind, dann ist es besser für Sie, wenn Sie endlich zu reden beginnen und uns alles erzählen, was Sie wissen. Ich war es wirklich nicht. Und das mit den Zigaretten waren Sie wirklich auch nicht, ja? Okay. Das schon. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Wer war's dann? Ich weiß es nicht. Aber ich war an dem Abend gar nicht da. Sie haben doch den LKW abgestellt. Ja, aber schon am Nachmittag. Und dann bin ich wieder gegangen. Die waren ja alle noch da. Die Alte, der Sohn, der Chef, die hingen da alle noch rum. Es wäre doch viel zu gefährlich gewesen, wenn ich da die Zigaretten rausgeholt hätte. Und wann wollten Sie die Zigaretten holen? Am nächsten Morgen. Hatte ja alle Zeit der Welt, dachte ich zumindest. Ich konnte nicht an, dass der Alte da verreckt. Na, sieh mir vielleicht der Wortwahl. Ist doch. Ganz sauber war der Karl nämlich auch nicht. Wie der Hofer da draufgekommen ist, dass da die Zigaretten versteckt waren. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Irgendwas hat er verzählt, von Enden hat er verzählt und von einem Zaun. Wie meinen Sie das? Ganz sauber war der auch nicht? Ja. Auf der einen Seite hat er immer gesagt, sparen, sparen, sparen. Und dann bestellt er sich selbst eine Luxuslimousine für fast 90.000 Euro. Woher wissen Sie das? Hat mir ein Spätzle aus dem Autohaus erzählt. Ich dachte, der Spedition geht's nicht so gut. Das dachte ich auch. Aber offensichtlich hat uns der feine Kerl die ganze Zeit angelogen. Na gut, wir werden der Sache nachgehen. Zurück zu den Zigaretten. Wie ging's da weiter? Ich bin am nächsten Morgen ein bisschen früher gekommen. Wollte das Zeug rausholen. Da lag der da. Und dann? Was haben Sie dann gemacht? Mir war klar, dass wenn ihr das Zeug da findet, dann bin ich dran. Also habe ich versucht, es rauszuholen. Aha. Aber ich kam nicht ran. An was? An die Zigaretten. Da musste ich ihn ein bisschen wegziehen. Und dann?
dann kam schon der Meierling. Da habe ich nur noch geschaut, dass ich rauskomme. Und was denken Sie? Merkwürdigerweise stimmt seine Geschichte mit der von Meierling überein. Sie meinen, weil der am Morgen nach dem Mord in der Garage jemand gehört hat? Bisschen merkwürdig finde ich allerdings auch diese Geschichte mit dem Autokauf. Die Firma hat kein Geld, aber Bach bestellt sich eine Limousine. Hm. Wir müssen unbedingt seine Finanzen überprüfen. Ja. Naja, gut. Dann danke ich Ihnen. Schönen Tag noch. So. Das war jetzt der Banker von Bach. Aha, der Bach-Banker und? Der Bach wollte das Grundstück verkaufen, und zwar an das Einrichtungshaus Toppmüller. Mhm. Und? Das Beste kommt aber erst noch. 1,5 Millionen Euro sollte er dafür bekommen. Tausche her. Hätte nicht gedacht, dass das so bewährt ist. Ist es auch nicht. Aber das Einrichtungshaus brauchte das Grundstück, um zu expandieren. Glückspilz müsste man sein. Also ist es der Familie richtig gut gegangen? Ja, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil laut dem Banker gab es nämlich Pläne, mit dem Erlös ins Hotelgeschäft einzusteigen. Da schon her. Doch nicht etwa bei der Frau Jung? Namen sind zwar keine gefallen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Na ja, dann schauen wir uns die Dame doch mal an. Gut. Sagen Sie mal, Frau Jung, wollte der Herr Bach finanziell bei Ihnen einsteigen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir eine gemeinsame Zukunft geplant haben. Mit wie viel wollte denn der Herr Bach einsteigen? Wir wollten das Gebäude vergrößern und einen Wellnessbereich anschließen. Dieser Umbau wird jetzt natürlich erstmal nicht mehr stattfinden. Also nochmal, welche Summe wollte der Bach investieren? 1 Million? Und seine Familie? Was meinen Sie? Ja, hat sie davon gewusst? Das glaube ich wohl kaum. Er war ja froh, das Ganze hinter sich zu lassen. Das heißt, die Million hätten allein Sie bekommen. Was heißt ich? Das war eine Investition in den Betrieb. Kein Wunder, dass die Frau Bach sauer war. Ja. Wäre nach dem Bach und seiner Geliebten gegangen, dann wäre die Familie und mir ein Anteil betrogen worden. Aber die Bach kann es nicht gewesen sein, die hat ein Alibi. Damit bleibt nur noch ihr Sohn. Wenn er verhindern wollte, dass das Geld im Wellnesspool der Geliebten versenkt wird, hätte er es ja erreicht. Mhm. Womit er ein Motiv hat, leider. Ja? Nein. Wen? Herr Markus Bach. Jawohl, endlich. Mir bleibt auch nichts zu Sport. Wem sagst du das, Michi? Stocklich bin außer Haus. Ist recht. Guten Tag. Ja? Grüß Gott, bin der Herr Weinstetter vom Support. Ich suche eine Frau Stocke. Ja, das bin ich. Ich habe gehört, Sie haben Probleme mit Ihrem Computer. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Hinten rechts. Mama, das passt schon. Warum hätte ich mein Vater umbringen sollen? Wegen der Erbschaft, würde ich mal sagen. Die Spedition läuft nicht so gut, wie sie glauben. Er wollte sie verkaufen. Hat sie das nicht gewurmt, dass er das ganze Geld für sich einstecken wollte? Immerhin haben Sie und Ihre Mutter auch Jahre in die Firma investiert. Das stimmt doch gar nicht. Der Vater wollte der Mama 125.000 Euro geben, die Hälfte von seiner Hälfte. Wieso die Hälfte von der Hälfte? Weil die andere Hälfte dem Meierling gehört. Der Vater und der Meierling haben die Firma zusammen gegründet und der Meierling war Teilhaber von der Firma. Zu wie viel Prozent? Der Vater war der Chef und der Meierling hat das Grundstück damals ins Geschäft mit eingebracht. Und nachher haben sie ausgemacht, dass er 50% von der Firma kennt. Sieh meine an. Aber demnach, was Sie uns erzählen, gehen Sie davon aus, dass Ihr Vater um die 500.000 Euro für die Firma bekommen hätte.
Hm? Ja, wie gesagt, die Spedition läuft nicht so gut. Da kannst du nur die LKWs verkaufen eigentlich. Und den Grund? Der ist dann nicht viel wert da draußen. Laut unserem Klientenstand gab es einen Käufer, der bereit war, ihrem Herrn Papa 1,5 Millionen Euro zu zahlen. Was? Ja? Mhm. Warum hat der bei uns denn immer nur für 500.000 geredet? Da hat er sie wohl angelogen. Dann müssen sie sie täuschen. Der hat uns den Vertrag zorgt über die 500.000. Da muss es wohl zwei Verträge gegeben haben. Schaut ganz so aus. Das ist ihr neues Passwort. Gut merken und den Zettel gleich vernichten. Ja, danke. Und sowas passiert mir nicht nur mal. Ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Grüß Gott, Herr Weinstetter. Weinstetter, richtig. Frau Stocke. Den habe ich in der Unterschriftenmappe gefunden, die Sie mir gegeben haben. Das ist ja mein Passwort. Ist ja zum Glück nichts passiert, aber nicht auszudenken, wenn das in falsche Hände geraten wäre. Herr 80er, sowas passiert mir nicht nochmal. Gut. Übrigens, Kompliment, dass Sie sich das haben merken können. Ja? Naja, mal ganz unter uns. Ich habe vorgestern mein Passwort aus Versehen mit nach Hause genommen. Bin gestern den ganzen Tag nicht mehr an meinen Computer gekommen. Ja, sowas kann passieren. Ja, sollte aber nicht, ist doch zu peinlich. Ja. Wie der reagiert hat, ich glaube nicht, dass das gespielt war. Da hat der alte Bach seiner Familie verschwiegen, wie viel er wirklich für das Grundstück bekommen sollte. Na, und wenn er das seiner Familie verschwiegen hat, könnte er das auch dem Mali verschwiegen haben. Um den größten Teil des Geldes selber behalten zu können und es nicht im vollen Umfang mit ihm teilen zu müssen. Und genau genommen hätte er das Geld nicht nur teilen müssen, weil eigentlich hat das Grundstück ja dem Meierling gehört. Na, und wenn der irgendwann von den Millionen, die er erfahren hat, dann hat er ein Motiv. Ja. Schafkopf-Spätzeln gesprochen. Keiner ihrer Spätzeln kann beschwören, gesehen zu haben, wann sie gekommen sind. Fest steht nur, dass sie um 21.15 Uhr ihr erstes Spiel gehabt haben. Somit bleiben ganze 45 Minuten, von denen wir nicht wissen, was sie in der Zeit gemacht haben. Na und? Hab ich deswegen alles umgebracht? Wir haben auch mit der Firma Topmüller gesprochen. Na und? Ja, der zuständige Mitarbeiter hat uns erzählt, dass Sie fälschlicherweise ein Telefonat angenommen haben, das eigentlich für den Herrn Bach bestimmt war. Nicht fälschlicherweise. Ich bin der zweite Geschäftsführer da in der Firma. Herr Meierling, Sie wussten von den 1,5 Millionen, die der Herr Bach für die Spedition bekommen sollte. Nicht für die Spedition, sondern für mein Grund. Ich weiß, Herr Meierling. Mein Vater hat da noch Mais angebaut. Sie sind doch selber Bauer. Sie wissen, was das bedeutet. Allerdings. Ich habe einem Alois das ganze Leben lang vertraut, dass der mich so ausschmiert. Nein, das hätte ich nie geglaubt. Und vorgestern Abend haben Sie ihn darauf angesprochen. Und dann hat er mich noch so blöd ins Gesicht gelogen. Hat mich so die Wut gepackt. Da habe ich mir den Schrammschlüssel zugeschlagen. Ja, Herr Meierling, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Alois Bach ermordet zu haben. Herr Mohr, abführen. Freiling, wenn Sie bitte mitkommen möchten.
Alles bloß wegen der blöden Hände. Jetzt hast du das, der Million! Ei, beim Geld hört die Freundschaft auf, ne? Ja. Bloß gut, dass es zwischen uns kein Thema ist. Freundschaft? Geld.